Minecube ist 7.5, ist so einiges. Unter anderem gibt es jetzt Track-Versions, das heißt, man kann unterschiedliche Versionen von Spuren einfach anlegen. Das heißt, in so einem Projekt habe ich eben mehrere Spuren und kann eben einfach sagen, ich möchte jetzt hier mal eine neue Variante ausprobieren. Dann gibt es ein Spursichtbarkeitsmanagement, das heißt einfach, ich kann entscheiden, welche Spuren ich im Projekt überhaupt sehen will. Dann gibt es Re-Recording, einen Re-Recording-Modus, kennt jeder bestimmt. Man nimmt eine Aufnahme, macht die Aufnahme und stellt fest, dass die Aufnahme nichts geworden ist, drückt einfach auf den Record-Knopf, noch einmal fängt die Aufnahme von vorne an. Dann gibt es Verbesserungen in der Notation, das heißt im Score-Editor ist die Möglichkeit hinzugekommen, dass ich da zum Beispiel ganz einfach, wie im Key-Editor auch, Akkorde einzeichnen kann. Außerdem neu sind diverse Plugins. Es gibt zum Beispiel den Revelation Reverb. Das ist ein algorithmischer Hall, ist so den berühmten Hallgeräten, sagen wir mal, der 80er nachempfunden. Sehr super im Klang, gerade für Gesang etc. Außerdem hinzugekommen ist Loopmesh FX. Das ist für alle, die gerne sagen wir, elektronische Musik produzieren oder Hip-Hop etc. Sind das diverse Stutter-Effekte, Scratches und so weiter, die man da drauflegen kann. Und eins auch noch, Magneto 2. Das, wenn man Magneto schon kennt, ist eine Bandmaschinen-Emulation. Kann ich sehr gut auch verschiedene Signale einfach drauflegen und bekomme eben dann zusätzliche Wärme, Druck etc. eben wie bei so einer analogen Bandaufnahme einfach. Ganz zum Schluss noch, wie ist die Kinect SE 2? Da ist hinzugekommen, dass ich neben Audio übers Internet jetzt auch MIDI einfach aufnehmen kann. Das heißt, ich habe einen Musiker sonst wo sitzen und sitze in meinem Studio, kann ihn direkt übers Internet aufnehmen und muss ihn quasi nicht ins Studio bitten. Das waren so die Hauptfeatures für Cubase 7.5. Und einen habe ich noch, und zwar auch neu in Cubase 7.5 ist das der Trip Synthesizer. Der ist jetzt integriert in Halion Sonic SE 2. Sorgt für fette Sounds, hat vor allem einen sehr guten Arpeggiator eingebaut. Ich spiele euch das mal ganz kurz an. Das ist jetzt hier mal eins der Presets vom Trip. Nur, dass ihr mal einen Eindruck vom Klang bekommt. Was ich hier auch machen kann, es gibt dazu Pads, mit denen ich einfach umschalten kann, welche Arpeggios der jetzt genau spielen soll, der Trip. Das zeige ich euch mal noch ganz kurz. Das ist super zum Performen, ist aber auch super, um Musik zu produzieren. Das heißt, ich spiele wieder einfach mal mit einer Taste den Arpeggio und schalte dann hier unten mit den Pads einfach mal um. Genau, hier gibt es noch mehrere Fenster, die ich einfach umschalten kann, was ich da machen will, Modulation etc., Suboszillator hinzuschalten, dass das Ganze noch ein bisschen fetter wird. Auf alle Fälle ein leicht zu bedienender und sehr druckvoll klingender Synthesizer und ist eben gleich bei Cubase 7.5 mit dabei.